Wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute mal wieder hier im Real Life. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gemacht habe. Und das letzte Mal war wahrscheinlich auch das einzige Mal. Und zwar hierzu, zu der Wii U Limited Edition von Lego City Undercover. Ich weiß nicht, ob ich damals schon gesagt habe, aber es gibt noch eine zweite Version von Lego City Undercover, die ich gerne haben wollte. Und, naja gut, ihr habt auch den Titel gelesen. Die habe ich nämlich jetzt, die japanische Version. Das ist einfach die japanische normale Version, keine Limited Edition oder so. Ist aber trotzdem nicht so leicht zu kriegen hier in Deutschland. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Leider war die hier gebraucht. Das liegt daran, dass ich halt keine neue gefunden habe. Irgendwo hier in Zentraleuropa. Die hier kam auch, woher kam die? Ich glaube aus England? Ist ja auch kacke, egal woher ich die geholt habe. Ist auf jeden Fall in einem relativ guten Zustand. Zumindest in einem Zustand, der mir aussieht. Deswegen habe ich mir die hier geholt. Bezahlt habe ich irgendwie so 30 Euro oder so. Also voll in Ordnung. Und ja, die japanische Version von Lego City Undercover auf der Wii U. Das Spiel ist natürlich dasselbe. Aber es geht um das Boxing, um die Verpackung oder wie auch immer man das nennen mag. Das ist hier deutlich unterschiedlich zu unseren Version und ja, deswegen wollte ich das hier gerne haben. Und man sieht auch schon auf den ersten Blick, europäisches Cover hier, japanisches Cover, es ist kein Vergleich. Es sieht ganz anders aus, hier auf dem japanischen Cover, die ganzen Kostüme von Chase, dann habt ihr hier noch so ein paar Räuber, ich weiß nicht, wie der rothaarige Clown Bankräuber heißt, dann habt ihr noch Chang Chuang. Hier habt ihr noch einen Tay, also hier noch ein paar Hauptcharaktere. Ziemlich cooles Cover, finde ich. Sehr viel Action auf dem Cover, aber gefällt mir gut. Welches Cover findet ihr besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde tatsächlich sagen, das japanische Cover an sich sieht geil aus, aber ich würde trotzdem sagen, das hier ist besser, einfach wegen dem Hintergrund. Das Ding ist, ich finde das Motiv hier geiler, aber der Hintergrund ist halt einfach nur weiß. Und das ist, finde ich, ein bisschen langweilig. Ich finde hier cooler. Ihr habt ja die ganze Stadt und könnt hier quasi so ein bisschen euch umgucken, so wie es da aussieht und so. Genau. Aber ich habe ja schon mal einen Unterschied. Und das ist auch ein Grund, warum ich das mal hier haben wollte. Die Seite, naja gut, ich muss mal so schräg halten, damit ihr das seht. Ja, gut. Japanisch spreche ich halt nicht. Da steht halt Lego City Undercover wahrscheinlich. Schätze ich mal. Vielleicht hat das Spiel auch einen anderen Titel. Muss ich mal sechsten. Rückseite steht auch alles auf Japanisch drauf. Ja, keine Ahnung. Oh, hier ist so ein Smiley. Seht ihr das? Naja, auf jeden Fall das Wichtigste ist die innere Seite. Die Disc sieht auch ein bisschen anders aus als unsere. Ich kann ja mal die hier kurz rausholen. So, also kurzer Reminder. Unsere Disc sieht so aus. Hier in Europa und auch in den USA. In Japan sieht sie so aus. Auch wieder wie bei dem Cover. Bei uns ist einfach dieses Motiv nochmal drauf. In Japan sind auch wieder die ganzen Kostüme von Chase drauf. Keine Ahnung, warum die das ja geändert haben. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die schon davor irgendwas beobachtet mit den anderen Lego-Spielen, dass es irgendwie besser läuft, wenn die so irgendwie in der Art aussehen. Keine Ahnung. Aber der Hauptgrund, wofür ich das interessant fand, ist nicht diese meine Nintendo-Karte hier drin, sondern das hier. Das hier ist eine Map von der Lego City Undercover-Karte und die fand ich ziemlich geil. Die ist auch noch hier vorhanden, das war mir wichtig. Die ist, hat hier so ein paar Knicke halt leider. Aber die ist auf jeden Fall noch im akzeptablen Zustand. Die hat keine Risse oder so. Von daher fand ich das in Ordnung. Die passt hier kaum drauf. Die ist relativ groß, ungefähr. Also ich sehe hier so ein Wii U-Game. Wirklich im Vergleich. Ja, ungefähr so ein Wii U-Game und dann halt hier noch ein bisschen unten auch noch ein ganz kleines Stück. Also relativ große Map dafür, dass sie einfach in der Hülle beiliegt. Und die hier ist doch echt cool, oder? Was sagt ihr? Ich hoffe, ihr kennt alles. Ich glaube, die ist jetzt so relativ ganz auf dem Screen. Ihr könnt ja die Texte übersetzen mit Google Links oder so, wenn ihr wollt. Aber das hier ist wirklich ziemlich cool. Vor allem, weil man kriegt im Spiel auch nicht so eine Ansicht von der Map in halt Farben. Die ist halt immer nur blau und weiß und grau. Und das war's. Hier, die ganzen Bäume hier und so, ja, das ist alles hier mit Farben eingezeichnet. Also, es sieht schon ganz cool aus. Halt ein paar Screenshots noch. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Hier stehen wahrscheinlich die ganzen Transportmittel noch drauf. Ist eine schöne Map. Die hätte ich mir wirklich bei uns auch gewünscht. Keine Ahnung, warum es die nicht gab. Die gab es ja übrigens in den USA nicht. Das ist der Hauptgrund, warum ich die japanische Version haben wollte. Wegen diesem Stück Papier. Let's go.
Aber das war's dann soweit auch von mir heute, Freunde. Kurzes, knappes Video. Es gibt ja nicht hier viel Angst zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video für eine Limited Edition damals war, aber da gab es ja noch die Lego-Figur zum Auspacken. Kurzes, knackiges Video. Die beiden Versionen von Lego City Undercover von passen hier nicht drauf an. Kann das so hochstellen, ne? Junge, ich bin einfach ein Experte. Aha. So, das war's dann heute von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, welches Cover ihr schöner findet von den beiden Versionen, was ihr von der japanischen Version haltet. Und ob es noch irgendwas Interessantes gibt, was ich mir eventuell aneignen könnte, was auch irgendwie erwerbbar ist irgendwo und nicht irgendwie nur einmal produziert wurde und in den TT Games Headquarters steht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde es vielleicht mal angucken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch wieder mal eine gute Nacht, weil ich das ganze Mal wieder hier um 12 Uhr nachts oder so aufnehme. Macht gut. Ciao.